Willkommen aus Berlin zu einem neuen Video. Ich habe mir mal von Wiltox das neue Pancake 28mm mit fixer Blende f4.5 bestellt für 80 Euro. Schön dünn und klein, und das wollen wir heute mal testen. Natürlich an der Sony A7 IV, weil es ja ein Vollformatobjektiv. So, wir montieren das Ganze mal und super kompakt. Schauen wir mal, was wir damit hinbekommen. So, Blende f4.5, also Aperture Priority Mode, eigentlich auch unsinnig, weil die ist ja immer auf 4.5. Deswegen bin ich jetzt mal im manuellen Modus wieder unterwegs. ISO 800 an diesem trüben Tag mit gerade 2 Grad. Und so ein paar Schneeflocken fallen hier auch gerade. Wir müssen mal schauen, wie lange ich es hier draußen aushalte. Weil mein Osmo Pocket 3 ist nicht wettergeschützt. Im schlimmsten Fall müssen wir uns irgendwo unterstellen. So, hier haben wir gleich mal eine Pfütze. Kriegen wir hier was Schönes hin. Wir sind hier übrigens an der Warschauer Straße. Hier ist ja bekanntlich immer was los. Oh, er hat richtig Spaß hier. So, von rechts kommt jetzt eine U-Bahn reingefahren. Mal gucken, wie es aussieht, wenn die hier vorbeifährt. Aber naja, okay. Aber wir können ja mal warten, bis Leute aussteigen. Vielleicht besser. Ihr hört schon, Serienbildmodus ist aktiviert. Ist auch sehr lustig, wie mich die Leute immer angucken mit meinem Osmo Pocket 3. An meiner Brust. War mit der GoPro ja schon nicht unauffällig, aber die ist noch mal ein Tick auffälliger. Aber egal. So, da hinten kommt schon wieder eine U-Bahn. Aber 28 mm sind natürlich sehr weit weg, sodass das bestimmt nicht so gut aussieht. Naja, ist ja mal eher nichts. So, wann hat man mal eine U-Bahn für sich alleine? So, hier können wir mal nach oben fotografieren. Schauen wir mal.
So, das wäre das beste Kunstwerk in Berlin zurzeit. Der Einkaufswagen da unten. Ja, kaum zu erkennen. Wurde also ein Basketballkorb nachgebildet. Statt dem Korb rum ist ein Einkaufswagen. Fahren wir hoch aufs Parkdeck. Meine Lieblingslocation im Sommer. Die besten Sonnenuntergänge von Berlin. Mal schauen, wie es heute aussieht. So, hier ist wieder unser wunderschöner Fernsehturm. Da geht im Sommer immer die Sonne unter und deswegen ist das wunderschön anzusehen, aber so am Tag. So, wir nutzen hier mal den blauen Leitstreifen als Führungslinie für dieses wunderschöne Gebäude vor uns. Ich glaube, es ist ein schönes Bild geworden. Inspiriert von Daniel. Grüße gehen raus an DH Fotowerk, der vor ein paar Tagen oder wann auch immer dieses Bild geschossen hat. So, hier sind wir beim Touristen-Hotspot Nummer 1. Warum auch immer. Das Ding muss in jedem Touristenführer stehen. Und alle ahmen diesen Kuss nach. So, das Fahrrad hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, aber scheint noch zu fahren. Ist noch fahrtüchtig. Ja, ein bisschen Rost kann man lösen.
nah eigentlich der Grenze scheint gut zu sein. Okay, Leute, das soll es für heute gewesen sein. Es ist nicht so viel los, wie ich dachte. Aber dann sehen wir uns nächste Woche bei einem neuen Video. Macht's gut, ciao, ciao.